Und herzlich willkommen zurück zu Portal Knights. Was ich gerade entdeckt habe, meine Aufnahmetaste gibt meine Emojis frei. Und ich grüße euch, meine Freunde. Was haben wir denn eigentlich noch hier? Applaus? Traurig? Schwing. Yay! Wir sind beim letzten Mal gestorben. Was natürlich schon echt krass war, weil ich ein bisschen hier perplex bin. Was hier so abgeht. Kaktus jetzt in Wasser. Ah, wir kriegen Wasser. Was macht das Wasser? Gut, ich weiß nicht für was. Aber es ist eine Zutat. Blauer Fragment-Ding. Aguave. Und Kaktus-Setzling. Okay. Hier können wir auf jeden Fall irgendwie Erz und so einen ganzen Scheiß sammeln. Die Frage ist, lohnt sich den Scheiß hier zu sammeln? Also in rauen Mengen. Weil ich mich überlegen bin mittlerweile, ein Programm anzulegen, dass ich auch sozusagen Zeitraffer irgendwas machen kann. Und das wäre ja gar nicht mal so verkehrt dafür. Noch mehr. Ach, da sind so viele drunter. Sollte ich auch gucken, dass wir unsere Spitzhacke nicht so ganz verbrauchen. Hallo? Hallo, ich sehe nichts. Ja, nichts. Ja, nichts, meine Freunde. Gibt es hier nicht so Fackeln? Oh, hier habe ich natürlich ein Erz gefunden, kann man so sagen, ne? Kann man hier so. Ich weiß gar nicht, ob es verbesserte Spitz Werkzeug dann gibt, irgendwie sowas. Jetzt sage ich, nehme aber auf jeden Fall das Erz und so den ganzen Scheiß mit. Glaube, Kupfer ist ganz gut zum Anfang, wenn ich das sehe. Jetzt bin ich natürlich irgendwie runtergekommen, ne? Jetzt würde ich natürlich auch gerne irgendwie da hochkommen. Wieso wir so viele Erdbeeren brauchen hier? Ich sehe das Helle. Ich sehe hinten so einen Typ mit so einer Fackel. Alter, was bist du denn oben? Hey, Mongo. Oh mein Gott. Alter, machst du Schaden? Gar keinen Bock auf dich. Weil der prallt auch noch zurück, die Scheiße. Oh, ich stacke. Die Schmeichblatt. Oh, ich stacke. Ich meine, die Schmeichblatt. Ich habe mich platt gemacht, mein Freund. Was geht ab? Mein Gott, ich habe eine Fackel wieder bekommen. Veredelter Rubinkuss. What the shit? Das sind die Kurz, das ist 8B. Wieder weg. Yay! Ich würde gerne zurückreisen. Geht das auch? Hallo, kann man auch zurückreisen? Kann ich da hinreisen? Orangenschleim, Grünschleim. Oh, ich kann da hinwandern. Geil! Das heißt, ich kann da meine Werkbank. Sind halt immer nur die Szenen, die so ein bisschen lange dauern dafür. Also das Portal hier. Aber gut, dann muss ja die Welt laden sozusagen. Hier gibt
Ist ja nichts Besonderes. Außer, dass man hier Holz farmen kann und den ganzen Scheiß. Hey, Walt. Aber ich bin gerade am Suchen. Wo ist denn die... Da ist das Haus. Direkt der Papagei schon gepeinigt. Gleich so alle auf einmal hetzen hier. Aua. Na, Freunde. Was geht ab? Aua. Alter, also ihr sollt aufhören, dann festzuhalten. Okay. Also ich darf nicht dauerhaft kämpfen und den ganzen Scheiß suchen. Kann man hier nicht so eine Beerenplantage anbauen hier oder so ein Scheiß? Das geht doch bestimmt, ne, oder nicht? Nam, nam, nam. Ich mich kenne, geht so ein Mist. Und dann hier so. Ganz viel davon anbaut. Kann man die da nicht so ernten oder sowas? Also man kann auf jeden Fall abbauen, das geht. Baumwollsitzlinge. Ich weiß nicht, ob das was hilft, wenn wir die hier hinsetzen. Ich will's hoffen, dass die wachsen. Du willst mit mir nicht spielen. Geh weg, Papagei. Ich würde es gern verbessern hier. Was kostet denn Holz und Erz? Okay, dann könnten wir sie verbessern. Dann würden wir auch mehr Rezepte kriegen. Okay, erstmal das Holz hier weg. Das kriegen wir, glaube ich, relativ schnell. Kleine Dinger geben auch Holz, okay? Bisschen Baumwolle mit. Räume erstmal ein bisschen hier vorne die Hütte auf. Damit wir uns eventuell auch noch eine neue Axt bauen können hier, so ein Mist. Ich weiß jetzt nicht, ob die da hinten wachsen. Komm mal runter, Papagei. Komm. Oder auch nicht. Dankeschön. Gut, wir wollen sie mal verbessern. Zack. Ein Moment. Da. Okay, was er jetzt gebracht hat, ich weiß es noch nicht. Wir könnten sie ausbauen. Okay. Kleiner Mana-Trank. Flinkheitstank. Keine Rezepte. Bergarbeiter Overall. Werkbank. Achso, okay. Das ist jetzt Abbauschaden, reduziert den Einfluss von Haltbarkeit, okay. Aber sonst gar nichts, weil unsere Rüstung. Okay, die kriegt keinen Schaden, das ist supi. Dass man die nicht reparieren kann oder so ein Mist. Ah, Bäckerbeuter Kralle. Und andere magische Back effizient ab. Haben wir der neue roter Teppich? Okay. Ah, alles klar. Leinstoff. Portalsteine. Ah, ein Landeplatz. Landeplatz. Eine Truhe. Kupferspitzhacke, das heißt, wir bräuchten einen Ofen. Bäckerweiterbohrer. Waffen sind die gleichen.
Eine Feuerstelle. Gilt die Feuerstelle dann auch für uns? Eine kaputte Werkbank? Bin ich dann gerade mal überfragt, ne? Ob man denn dann. Ah, Schmelzofen. Ich habe mir 10 Steine in Altar. Sehr schön bei magischen Gegenständen. Schutzwerk basiert eine magische Schutzwerk aktiviert. Mit dem Portalstein in den richtigen Farben. Alles klar. Waldläuferstation, Amboss. Okay, wir bräuchten dann den Schmelzofen und den Altar. Den Altar können wir herstellen. Okay, den haben wir. Wollen wir den hier hinstellen? Weil dann würde ich nämlich gerne auch dann die den Schmelzofen hier aufstellen. Das heißt, wir bräuchten noch 10 Steine. Jetzt frage ich mich, ob der da hinten wächst alles. Sieht bisher da nicht nach aus. Ins Inventar. Oh, Erfahrungspunkte, nice. Jetzt ist das Ding ja kaputt. Jetzt weiß ich nicht, ob es dann ganz kaputt geht oder ob es dann jetzt so bleibt. Anscheinend ist es ja kaputt. Hier Werkzeug herstellen. Zack. Und normalerweise kann man das ja dann in den Müll machen und sich was Neues holen. Ich bin echt überfragt, ob die hier so bleiben. Die Teile. Weil sonst würde ich nämlich hier die Werkbank und so einen Scheiß mitnehmen. Und auf die nächste Insel ziehen. Da gibt es ja Sachen. Da komme ich ja, glaube ich, mit Steinen und sowas ganz schnell gut aus. Was holst du denn noch mit? Kann man die Werkbank mitnehmen? Sozusagen mitnehmen. Fehler des Holz. Okay, das ist Adblock. Da, dann gehe ich nämlich in die nächste Insel. Probier da mein Glück. Was ist mit dir denn los? Ich habe jetzt mal gar keinen Bock. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also ich werde jetzt so Parts zwischen 15 Minimum bis maximal 17, 18 Minuten machen. Also keine 20 Stunden. Es kann. Ach, 20 Stunden, 20 Minuten Parts. Es kann auch sein, dass es 14, 15 Minuten werden. Und je nachdem, wo ich dann den passenden Moment finde. Und ich bin jetzt gerade mal am Schauen, wo ich mich hinsiedle. Am besten hier vorne am Anfang, würde ich sagen. Oh, was bist du denn? Da kann man die noch rotieren, genau. Plop. Und was kann ich jetzt hier machen? Eine Feuerstelle. Tun wir auch mal herstellen. Ja, damit. Hier könnten wir. Ah, hier können wir Tränke machen. Reduziert Schaden, bla bla bla.
Feuerfallen, Feuerball 2. Heilung. Also hier können wir Zaubersprüche herstellen. Okay, hochwertige. Ah. Hochwertige Magieklamotten. Mystische Magieklamotten. Plus Mana. Plus Mana Regeneration. Plus Mana, okay. Hier können wir. Ah, guck mal. Kupfersense. Berührung der Natur. Können wir dann so einiges anderes mitmachen, alles klar. So, würde ich sagen. Hier vorne so die Feuerstelle hin. Und die Werkbank. Die tue ich erstmal hier provisorisch. Jetzt gab es doch Werkbank. Da, Schmelzofen herstellen. Zack. Und vielleicht noch eine Truhe. Können wir die unten doch so machen. Schmelzofen. Ja, was macht... Was gibt uns jetzt der Schmelzofen raus? Den Kupferbarren. Ich will ja eigentlich schmelzen. Kupferbarren. Da bräuchte man Kohle für, okay? Das heißt, wir müssen Kohle finden. Weil hier gibt es dann diese Edelsteine. Ich bin mal gerade gucken, wo das Portal hier eigentlich ist. Aber was mich ja sehr wundert, ist, dass ich meinen Stab hier, ob ich den immer wieder neu machen muss. Gut, schlimm wäre es nicht. Ich könnte mir immer wieder einen neuen machen. Ich behalte ihn jetzt erstmal. Was können wir hier machen? Also die Feuerstelle gibt nur Licht, alles klar. Ich glaube nicht, dass wir aus Holz Kohle machen können. Schön wäre es ja. Dann wäre das ja unser Vorteil. Aber ich schau mal eben. Ich vermute mal nicht. Kleiner, schwacher Heiltrank, bla bla bla. Nein, nein, nein. Schmelzofen, Ballaststein, alles klar. Nee, nee. Eine Hacke, eine Kupfer. Ja, siehst du, da braucht man nicht die Kupferbarren. Und dafür brauche ich natürlich Kohle. Und ich kann ja schlecht Holzkohle machen. Ich gehe mal hier durch. Denn ist ein Tower, da gehen wir auf jeden Fall hin. Was kostet mich denn Heiltränke? Schwacher Heiltrank. Dafür brauche ich Beeren. Okay. Aber dennoch wandere ich mal hier durch. Aber bevor wir irgendwo hier durchwandern, ich verabschiede mich bei euch. Ich bedanke mich bei euch. Beim nächsten Mal zuschauen. Bis dahin, euer FlashTutorialP und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.